Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze und das an diesem nasskalten Montag. Auch gestern war es nasskalt. Wir haben ja hier schon richtiges Aprilwetter, Anfang März, Regen, Hagel, Sturm, Sonne. Wir hatten ja fast 15 Grad oder hatten sogar 15 Grad am Donnerstag letzter Woche, da war es noch richtig warm. Jetzt ist es schon wieder kalt und ihr seht hier an diesen Bildern eine Überraschung. Gestern Abend, so viel Schnee hatten wir den ganzen Winter nicht, wie auf einmal an einem Abend. Viel ist aber nicht lange liegen geblieben, ist schon wieder weg. Trotzdem ist das Wetter nicht so richtig schön. Na gut, ist ja auch noch nicht Frühlingsanfang, denn der ist erst am 20. März und zwar genau um 22.58 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und in der Meteorologie gibt es eine ganz andere Definition zum Frühlingsanfang. Dort beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag des Monats. Und das ist eigentlich schon der 1. März gewesen. Das heißt, am 1. März gab es den meteorologischen Frühlingsanfang. Na, was soll's? Was gab es die Woche? Ich war am Samstag mal im Hotel Fliegerheim gewesen. Dort gab es nämlich den ersten Sunday Lunch in diesem Jahr. Gespielt haben Confession the Blues, Blues-Klassiker von Robert Johnson über Muddy Waters bis T-Boone Walker. Und es gab ein richtig tolles Buffet in einem fast überfüllten Hotel. Der Saal war rappelvoll, vorne war es voll, überall. Und die Leute waren dort und haben gegessen und haben zur Musik geklatscht. Und es war richtig cool, wie man hier auch sehen konnte. Und der nächste Sunday Lunch ist am 14.04. Dort spielt dann Thomas Kahler, humorvolles Duo mit Chanson der letzten 100 Jahre, intelligente Schlager und lustige Unterhaltung, Klavier, Gitarre und Gesang. Jo, dann haben wir noch eine Information, beziehungsweise eigentlich nur eine Erinnerung, und zwar der Fahrradkorso gegen Windkraftanlagen im Wald am 16.03. 2019 um 9.50 Uhr wird wieder ein Fahrradkorso stattfinden. Diesmal geht es von Borgheide nach Borgwalde und zurück, wie wir ja schon angegeben hatten. Jo, das war's in Kürze. Zu den Themen kommen wir gleich zum Sport. Und bevor wir zur Herrenmannschaft kommen, sind die Bambinis mal wieder dran. Die Bambinis waren am Samstag in Ferch zu Gast. Die Nachwuchskicker des SV Ferch haben die Bambinis zu einem Testspiel auf ihren Kunstrasenplatz eingeladen. Das Spiel gestaltete sich sehr ausgeglichen und es stand trotz zahlreicher Torchancen zur Halbzeit 0:0. In der zweiten Halbzeit hatten unsere Kicker mehr Spielanteile gehabt und gingen durch Jack Wagner nach einem sehenswerten Konter 1:0 in Führung. Kurz vor Schluss kamen die Bambinis aus Ferch gefährlich vor das Borgheider Tor und konnten glücklicherweise aber auch verdient zum 1:1 Endstand ausgleichen. Ein Rückspiel in Borgheide wurde direkt nach dem Spiel mit den Trainern der Heimmannschaft vereinbart. Jo, Fußball bei feuchtkaltem Wetter, das war am Sonntag. Wie es der Mannschaft erging, seht ihr hier. Hartmut, Sonntag, 15 Uhr, es regnet. Gibt's Tränen? Wir haben nicht verloren. Das ist wahr, wir haben nicht verloren. Wir haben, ja, einen Punkt geholt. Mit den Ansprüchen, mit denen wir in dieses Spiel gegangen sind, beziehungsweise in die gesamte Rückrunde auch, natürlich vollkommen unzufrieden. Und so richtig habe ich auch noch nicht die richtigen Worte dafür, muss ich mal so sagen, was hier passiert ist. Der Gegner aus Roscoe hat es letztendlich gut gemacht für seine Verhältnisse, aber wir haben auch Pate gestanden. Ne? Wenn man denkt, wir haben noch einen Elfmeter verschuldet, den unser Torwart gut hält. Danach zwei Standardsituationen, die wir schlecht verteidigen in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann kommt so ein Spiel zustande oder so ein Ergebnis zustande. Wie gesagt, es ist schwer in Worte zu fassen im Moment. Ja, ich merke schon, dir fehlen so ein bisschen die Worte, wobei ich das nicht ganz so kompliziert sehe, weil ich sage immer so, guck mal, wir sind eigentlich das erste Mal in dieser Saison überhaupt seit 6 Jahren wieder auf dem Spielfeld. Wir sind eigentlich, also der BSV ist doch nur verwöhnt worden bisher, oder? Sicherlich verwöhnt worden, aber nicht nur, dass man verwöhnt worden ist, sondern sie haben sich das ja auch durch Leistungen erarbeitet, die Jungs. Das muss man auch mal so sagen.
Aber heute war in der ersten Halbzeit noch halbwegs ordentlich, wo wir es versucht haben, wo wir in den entscheidenden Situationen nicht die richtige Entscheidung treffen von dem Sturm bei den Eingaben. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es schlecht gemacht. Muss man einfach mal sagen, da haben wir schlecht Fußball gespielt. Nicht warm geworden, gab ein paar kritische Entscheidungen, so wie wir vom Außenspielfeld das gesehen haben, aber so grundsätzlich nasses Gelauf, auch für den Gegner, ich weiß, ja. Aber schwierige Verhältnisse, kam alles zusammen. Ja, das ist dann so ein Tag, wo eben wirklich, wie du sagst, alles zusammenkommt. Die eigene Leistung stimmte nicht, dann wurde man mit sich selbst unzufrieden, dann wurde der Schiedsrichter kritisiert, dann hat man sich mit dem angelegt, dann hat man gelbe Karten wegen Meckern bekommen, weil ich glaube, wegen Foul spielt doch einer, der hat ein bisschen wegen Foul gegeben, aber letztendlich passt das dann alles so ins Bild heute. Wir waren nicht so richtig, ja, das Quäntchen fehlte irgendwas heute. Also sagen wir mal so, ganz zum Abschluss, der Ball war nicht rund. Der hinkt nicht ins Eck hier. Wir haben es leider nur einmal getroffen, das Eck hier. Weil das zweite Tor war ja noch ein Selbsttor vom Gegner. Ne? Aber rechtzeitig zum Anfang der Saison, wo ich dann sehe, was zum Aufrütteln eigentlich gut helfen kann. Wollen wir hoffen, dass es so ist. Ja. Wir bleiben auf dem zweiten Platz. Ja, das ja. Und der nächste Gegner? Wolin. In Wolin. Nächsten Sonntag. Also wer Lust hat, fährt dahin. Publikum war natürlich auch ein bisschen dünn an diesem Wochenende, auch geschuldet dem Wetter. Ein paar waren da, die Ultras sowieso. Liebe Ultras, wir grüßen euch. Ja, und da möchte ich vielleicht noch ein Wort zu sagen zu den Zuschauern. Wenn man sieht, wir hatten ja heute wieder mal bescheidenes Wetter. Ne? Eigentlich von Anfang bis zum Ende durchgängig Regen. Und trotzdem sind, wenn ich richtig so überschaut habe, so 30, 40 oder 50 Leute so ungefähr hier auf dem Platz gewesen. Hut ab und Dankeschön, möchte ich nochmal sagen. Danke. Ja, es sind auch immer wieder ganz häufig dieselben hier, aber wäre auch schön, wenn noch ein paar andere dazukommen. Die Mannschaft hat es verdient, die brauchen auch die Zuschauer als Rückenstärkung. Manchmal brauchen sie das. Da kann man auch mal so einen Tag wie heute wegstecken und ganz ehrlich, die haben ja nicht verloren. Es ist ein Unentschieden gewesen, auch wenn es der Mannschaft wehtut, hat man gemerkt. Ich war vorhin in der Kabine, habe die hängenden Gesichter gesehen. Jungs, Kopf hoch, nächstes Spiel kommt nächsten Sonntag. Bis dahin und tschüss. Ja, ihr habt gesehen, der Trainer war nicht ganz so begeistert, um das vorsichtig auszudrücken. Aber auch das muss mal sein. Wie gesagt, die Mannschaft hat ja nicht wirklich verloren. Man hätte sich mehr wünschen können, aber mehr wünschen wir uns ja immer. Bilder kommen später noch auf der Facebook-Seite. So, und es waren natürlich nicht nur die Fußballer unterwegs, sondern auch die Saison der Bockwurst-Pokalfahrer hat begonnen. Und ich habe hier schon mal einen Bericht dazu vorbereitet. Der Saisonstart des Bockwurst-Pokal war dieses Jahr in Jemlitz auf dem Wipfelgucker. Trotz der widrigen Wetterbedingungen am Samstag war die Veranstaltung gut besucht. Zu Beginn startete die Jugend mit ihrem ersten Lauf. Philipp kam als Zweiter aus der ersten Kurve und lieferte sich ein spannendes Rennen mit Lara, einem jungen, sehr talentierten Mädchen. Beide gaben sich das gesamte Rennen über auf sehr hohem Niveau einen spannenden Schlagabtausch. Philipp konnte einen guten zweiten Platz für sich beanspruchen. Dann kam die Hobbyklasse an den Start. Marcel legte einen guten Start hin und kam als Vierter aus der Kurve. Leider verließen ihn seine Kräfte nach 3 absolvierten Runden. Wahrscheinlich hatte er noch zu viel Winterspeck auf den Rippen. So konnte er das Rennen nur mit einem 10. Platz beenden. Bei den Sportfahrern wurde das Niveau noch einmal ordentlich gesteigert. Robert Demko konnte mit einem souveränen Startzielsieg an seinen starken Leistungen vom Vorjahr anknüpfen. Zweiter Lauf Kids. Philipp legte erneut einen sehr guten Start hin und kämpfte mit Lara wiederum um die vorderen Plätze. Leider schien zur Mitte des Rennens ein technisches Problem an seinem Motor den Zweikampf zu beenden. Philipp quälte sein Motorrad mit deutlichem Leistungsverlust als Fünfter ins Ziel. Somit ist Philipp in der Gesamtwertung auf Platz 2. Im zweiten Lauf der Hobbyklasse kam Marcel etwas besser zurecht und konnte seine Platzierung im Mittelfeld etwas besser behaupten. Im Rennverlauf begann es stark zu regnen und zu hageln. Starke Windböen machten den Fahrern zusätzlich zu schaffen. Marcel konnte hier als 9. ins Ziel gehen. Somit ist er in der Gesamtwertung auf Platz 8. Bei den Sportfahrern das gewohnte Bild. Demko geht nach dem Start erneut in Führung und beginnt das Rennen dominant. Hier kam es ebenfalls zu einem starken Regen- und Hagelschauer gemischt mit Sturmböen. Robert konnte jedoch jegliche Witterungsumstände trotzen und den Lauf mit einem deutlichen Vorsprung für sich entscheiden. Hiermit führt er die Tabelle zum Saisonbeginn an. Vielen Dank an den Veranstaltern und einen spannenden Saisonverlauf wünschen wir den Fahrern.
Ja, auch die sind unterwegs bei nasskaltem Wetter, und aber die sind ja gut eingepackt. Eigentlich dürften die gar nicht frieren, ne? So richtig mit dicken Klamotten und allem. Und man hofft immer, dass sie sich nicht die Knochen brechen. Jedenfalls, das war's zu den Bockwurstfahrern. Jetzt kommen wir nochmal zu Matze. Hat er uns ein schöneres Frühlingswetter vorherzusagen oder bleiben wir bei dem feuchtkalten? Matze. Ja, hallo Lutze, hallo Borg, Heide, hallo Welt. Ganz schnell zum Wetter. Wochenende hat uns ja ein bisschen überrascht, sogar mit Gewitter. Wir waren so ein bisschen in der Gegend vom Spreewald, da hat es einmal ordentlich gerumst und einen heftigen Sturm und Regen gab es auch ohne Ende. So wird es auch leider in der kommenden Woche weitergehen. Der Montag fängt ja heute schon mal gar nicht so schön an. Auch schon wieder mit Regen dabei und auch die kommenden Tage. Nachttemperaturen um die 0 bis maximal 4 Grad. Tagsüber, naja, wird es auch nicht viel mehr, 8, 9 Grad höchstens. Es wird die ganze Woche möglicherweise noch Regenschauer geben. Die Erde braucht's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Kommt gut durch die Woche. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Es sieht so aus, als ob wir diese Woche mit diesem nicht so schönen Wetter leben müssen. Gut, das soll es dann für diesen Montag mal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch allen trotzdem eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier bei Borgheide News TV. Und tschüss!